Hallo und herzlich willkommen hier bei SimCity. Ja, ihr habt auf Facebook, wie kann ich denn hier mal drehen? Geht gerade nicht. Also, ihr habt bei Facebook abgestimmt, dass die Stadt ja an sich so bleiben soll erstmal, beziehungsweise es Ärzte dazu kriegen wird. Was ist denn jetzt vorne da? So rum, das habe ich meine Stadt immer gesehen, ne? Damit ich auch weiß, wo ich bin. So, beziehungsweise ich Ärzte reinbauen soll. So, das habt ihr abgestimmt, genau. Also, hier müsste irgendwie eine Erzfabrik rein und wir brauchen eine Stadt, wo Arbeiter entstehen werden. Ich denke mal, ich kümmere mich erstmal um die neue Stadt, um Arbeiter zu erschaffen. Sprich, hier machen wir erstmal Pause. Genau. Gucken wir mal ganz kurz in unsere Welt rein. Wir haben hier den Rubber Ducky, der ist hier oben eingezogen. Ich glaube, der hat aber noch nichts gemacht. Ich gucke mal ganz schnell da rein, besuchen. Ja, null Einwohner, ich glaube, da ist noch nichts. Der ist aber auf jeden Fall jetzt spielt bei uns mit. Er hat hier oben sein leeres Feld und da wird er dann Kohle anbauen. Soweit ich weiß. Hat er zumindest vor. Gut. Wieder zurück. Immer dieses Laden, dieses Hin- und Herladen, aber das macht euch ja nichts. Hoffe ich. Ja. Dann habe ich noch zwei andere, die auch schon bei mir wohnen. Und zwar den Stonemaker. Da gucken wir uns auch mal gleich die Stadt an. Der hat, glaube ich, auch schon ein bisschen was gemacht. Ah, dieses Hin und Her. Ja. So, raus hier. Der ist hier hinten. Das müsste der Stonemaker sein, genau. Deine Stadt heißt Stonebowl. Den besuchen wir mal schnell. Bei dem ist auch alles im grünen Bereich, stand ja da. Wir haben uns außerdem noch überlegt, dass wir Pendlerverkehr per Zug aufbauen werden. Ja, das ist die Stadt von Stone, also Stone Town. Ich glaube, die wird nicht genau spezialisiert, das wird eine Industriestadt. Hier sieht man ja Industriegebiet, glaube ich, ne? Kann ich das irgendwo mal kurz hier so machen? Da genau, da ist Industriegebiet. Die Wohngebiete hat da nicht allzu viel. Ein bisschen blau ist halt auch so eine sehr eigensinnige Stadt von der Form her. Ja. So, und dann haben wir noch da drüben. Kann ich wieder bitte rausgehen hier? Spezialisierung. Ich muss doch irgendwie wieder rauskommen aus der Stadt. Ich muss, ohne immer wieder direkt zu meiner Stadt zu springen. Naja, egal. Springen wir nochmal wieder nach Rathatopolis. Yeah. Rathatopolis ist toll. Wir mögen Rathatopolis. Ja, das ist jetzt die Folge der Ladebildschirme. So, jetzt gucken wir uns noch den dritten an, der bei uns eingezogen ist. Dann sind wir auch schon durch. Also, jetzt haben wir schon drei Bauplätze vergeben. Habt ihr jetzt gesehen? So, wo ist der dritte? Der dritte, der dritte, der dritte. Achso, ich muss erstmal hier raus aus meiner Stadt. So, der ist hier hinten. Das ist, genau, der Simmei 555. Dann gucken wir uns auch mal an. Das ist die Indus City. Einer von den beiden sollte doch auf Öl machen. Ich glaube, das war er jetzt hier. Ich weiß es nicht. Also wir haben schon Köhle, wir haben Kohle, Köhle. Wir haben Köhle, wir haben Öl. Und ich mache Erze und dann noch eine Arbeiterstadt jetzt. Und der hat hier Sonnenenergie, wie man da rechts sieht. Das ist schon eine schöne, schnucklige Stadt geworden. Hier die Hauptstraße, wunderbar. Ich muss sowieso auch mal größere Straßen bei mir bauen, das hilft uns alles nicht. Da ist Sonnenenergie, sieht man. Und hier, der macht auch wirklich was mit Öle. Mit Öle, mit Öl. Das heißt, er braucht aber auch weiter, wahrscheinlich Arbeiter. Und deswegen müssen wir auch mal die Arbeiterstadt bauen. So. Raus jetzt hier wieder. Jetzt erstmal Rathatopolis und jetzt werden wir uns erstmal eine neue Stadt gründen. Einfach, um die Arbeiter auch zu liefern, die wir jetzt mittlerweile brauchen. Weil er braucht bei den Ölarbeiter, der andere braucht Industriestadtarbeiter. Und ich werde bei den Ärzten auch Arbeiter brauchen und dann ein bisschen bei mir ein bisschen was umbauen müssen. Einfach. Die Stadt ist ja echt so kreuz und quer und die wächst halt so noch ein bisschen mit sich. Ne? So, deswegen nehmen wir uns ein neues Baufeld. Wir nehmen jetzt irgendwas Gerades am besten. Nee, das ist, da kann man ein Großprojekt machen, das wollen wir ja gar nicht. So, möglichst gerade, würde ich sagen, damit wir richtig schön viel. Und ich brauche auf jeden Fall eine Schienenanbindung. Das ist nicht so gerade. Da ist fast gerade, aber ist ein bisschen Berg nebenbei, ne? Ist nicht so schön vielleicht. Was ist hier oben? Ah, da kann ich. Wieso kann ich denn nicht hingucken? Das ist doch voll doof, ey. Ah, ich kann nicht, ich kann nicht. Ja, geh weg, will ich nicht. Schön. Ich kann mich nicht frei hier bewegen. Das finde ich schon wieder toll an diesem Game. Ich kann von hier aus jetzt gucken. Das ist ja, ich kann ja darüber gucken. Da oben sieht es ziemlich gerade aus, aber ja, da kann ich nicht mal die Werte jetzt einsehen. Cool. Ich kann hier auf die Lupe, glaube ich, drücken, dann bin ich da. Ah, sehr gut. So, Schienenanbindung hätte ich. Eine Autobahn hätte ich auch. Wasser ist da, glaube ich, wahrscheinlich eher so ein Problem. Was ist das hier? Kohle. Ja, Kohle brauchen wir jetzt nicht so wirklich viel. Also nicht für die Stadt, die ich hinbaue. Das ist hier. Da ist auch das Wasser ein bisschen wenig und das ist irgendwie auch nicht so prickelnd. Obwohl es hier oben natürlich schön gerade ist. Beide haben auch eine Zugverbindung. Beide
Ja, Wasser 1, okay. Und hier? Wasser auch 1. Hier gibt es auch nicht viel Wasser. Da unten, da könnte es viel Wasser geben. Guck mal dahin. Ich suche jetzt halt das ganz Gerade, wo ich mir nicht viele Häuser hinbauen kann. Und das sieht doch schon ziemlich gerade aus. Hier sind ein paar Berge hinten, aber das macht ja, glaube ich, nichts. Wir haben hier Öl, brauchen wir nicht. Wir brauchen auch kein Erz, wir brauchen nichts. Ja, ist natürlich doof, wenn wir das Öl verschwenden würden. Was ist das hier? Wind. Kaum Wind. Ja, ich denke mal, wir bauen hier jetzt die Arbeiterstadt hin. Das wird doch gut. Das machen wir. Beanspruchen. Pionierland. Ja, Pionierland werden wir natürlich umbenennen. Pionierland ist natürlich ein blöder Name. Das wird natürlich hinterher anders heißen. Ist ja klar. Gut. So, da sind wir jetzt. In unserer neuen Stadt. Ja. 50.000 Simmerillions haben wir jetzt wieder. Heißen doch Simmerillions oder sowas, ne? So. Wir sehen, das ist relativ gerade. Ganz am Ende ist ein kleiner Berg. Aber das macht uns nicht. Was ist denn hier los? Ja, ziehen die Straße zur Autobahn. Ist ja auch logisch, mache ich ja sowieso. Verkehrsabteil in Grüntal. Aha. Eine benachbarte Stadt mit einer Verkehrsanbindung für... Ja, das haben wir so geplant. Das ist alles gut. Ja. Finanzabteilung in Grüntal. Okay. So, wir werden jetzt mal anfangen, eine Straße zu bauen. Ist klar. Und zwar werden wir diesmal gleich mal die mittlere Dichte bauen. Anzahl der Spuren 4. Damit wir es auch ausbauen können. Dichte hoch. Okay. Dichte mittel, Dichte niedrig. Was ist das hier? Dichte hoch. 6 Spuren. Dichte hoch. Das ist Dichte hoch 4 Spuren. Das ist Dichte hoch 6 Spuren. Die kostet auch schon 20. Die kostet 10. Dichte mittel, Dichte hoch. Wir bauen mal die hier. Oder? Wie Spuren hat er? 4. 4. 6. Wir machen das hier. Ganz klar. Und ziehen jetzt einfach von hier aus eine Straße hier so rein. Oh, die wird davon nicht so teuer werden. Wir müssen ja erstmal anfangen, uns aufzubauen. Okay, dann machen wir die, so würde ich sagen. Ja, jetzt können wir hier so Vierecke auswählen. Das ist ganz falsch. Wir müssen da vorne hingehen. So, machen wir das erstmal. Ich weiß, das ist richtig teuer jetzt. Das kostet richtig viel Asche. Aber es macht uns ja nichts. So, das sind erstmal richtig teure Straßen. Wir haben auch kaum Geld mehr. Wir müssen gleich sehen, dass wir was einnehmen. Das muss ich natürlich noch Strom und Industrie. Oh, das muss ja alles noch gebaut werden. Das war ja alles schon richtig teuer hier. Muss ich überhaupt sehen, wie ich mal jetzt hier klarkomme. Wir legen auch hier die Straße rüber. Die brauchen wir auf jeden Fall. Straßen. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein paar Leute, die Geld dran schaffen. Hilft ja alles nichts. Boah, was habe ich gelernt? Shift-Taste drücken? Nee. Steuerung? Irgendeine Taste habt ihr gesagt, soll ich drücken? Okay. So, da kommt das hin. Da kommt das hin. Ein bisschen Industrie brauchen wir auch in dieser Stadt. Die müssen erstmal hier ein bisschen anfangen zu arbeiten. So, das reicht dann erstmal an Industrie. Wir brauchen auf jeden Fall Strom. Strom ist sehr wichtig. Ohne Strom geht gar nichts. Genau, Strom. Die kostet alles zu viel. Ich kann mir gar keinen Strom leisten. Ich kann mir nur ein Windkraftwerk leisten. Wir haben ja sehr viel Wind. So gar nicht. 7 km/h. Ja. Pyro, muss ich das denn jetzt aufstellen? 7 km/h ist natürlich überhaupt gar nichts. Das werden wir hinterher austauschen müssen. Aber im Moment können wir uns nicht mehr leisten. Heißt, wir werden jetzt erstmal Windgedöns hier hinbauen. Ja, bringt aber überall alles nichts. Ist überall nur die Hälfte gerade mal. Kann man das nicht am Rand setzen? Ist wahrscheinlich zu schmal, ne? Na, natürlich. So, dann bauen wir jetzt einfach dahin. Einfach damit wir ein bisschen Strom haben. Die ersten Leute wohnen auch schon da. Sehr gut. So, ja. Ich hoffe, die werden jetzt mit Strom versorgt. Wird ein bisschen dauern, aber das wird schon klappen. Ja, und Wasser. Brauchen wir noch einen Wasserturm? Können wir uns den leisten? Jawohl, den können wir uns auch noch leisten. Wasser haben wir auf jeden Fall hier. Das ist schon mal sehr gut. Da können wir den Wasserturm doch einfach auch direkt hier hinten bei den Windkraftwerken hinbauen. Da soll ja Industrie hin, ne? Dann baue ich den mal hier hin. Dann ist die Grundversorgung schon mal gesichert. Drohende Finanzprobleme. Ja, ich nehme auch nicht genug ein. Aber wenn jetzt ein paar Leute reinkommen, dann wird das schon gleich klappen. Das wird schon funktionieren. 30 Leute wohnen schon in der Stadt. Hey, wir haben schon 30 Einwohner. Wow. Ihr seht schon, ich baue jetzt ein bisschen größere Straßen hier, damit einfach hinterher auch das besser funktioniert. Ja. Oh, der Smiley. Was ist denn mit denen los? Wir sollten unseren Nachbarn dafür danken, dass sie das Gemeindehaus gebaut und in der Region aufgeräumt haben. Ja. Schön.
Wir machen gerade ziemlich viel Minusgeld. Das ist, ja. Wir brauchen mehr Leute, damit mehr Geld reinkommt, ist ja klar. 60 Leute ist ein bisschen wenig gerade noch. Wir sollten was abschalten. Ja, was soll ich denn hier? Soll ich Wasserversorgung abschalten? Das spart 100 pro Stunde. Okay, das können wir machen. Obwohl, wir sind jetzt noch bei minus 99. Ja, drohende Finanzprobleme. Ja, ich weiß es doch. Wenn wir ein paar mehr Leute kriegen, dann macht es jetzt schon alleine gleich wieder gut. Oh mein Gott, ich habe noch 219 Semerillions. Das ist nicht wirklich viel. Ich muss auf jeden Fall auf Plus kommen. Ja, was ist mit Strom? Haben die ja Strom abgeschaltet, oder was? Geschlossen, wir stellen nur neue Leute ein. Ja, dann müssen mal neue Leute da hinkommen, dann ist das auch gut. 45 pro Stunde noch, das wird gleich. Es kommen jetzt immer mehr Leute ins Dorf und dann können wir eigentlich mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, damit hier auch ein bisschen schneller was passiert. 96 Einwohner haben wir. Solange wir keinen Strom kriegen, jetzt kommen ja Leute rein. Guckt euch das an, hier ziehen jetzt immer mehr Leute ein. Die ersten Fabriken werden hochgeschaut, die brauchen natürlich auch gleich wieder alles Strom und sowas. Ah, ja, ich mach Plus, alles ist gut. Was ist hier los? Wir brauchen Strom in dieser Stadt. Ja, dafür habe ich dieses Kraftwerk hier gebaut. Was allerdings im Moment noch, nicht so ganz funktioniert. Wieso nicht? Gebäude ohne Strom. Ja, ich hab doch, ist doch logisch. Aber jetzt geht der Strom an. Und dann kommen auch noch mehr Einwohner. Mittlerweile schon 192 in der Stadt. Ah, schön, guckt euch das an. Wir haben auch ein bisschen Überschuss, nicht viel, aber ein bisschen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle bald Strom. Ja, das Problem ist, dass mit einem Kraftwerk, mit einem Windrad, das immer zu Stromausfällen kommt. Da müssen wir gleich noch ein zweites hinstellen. Jetzt machen wir sogar plus 567 pro Stunde. Das ist doch schon mal was. Ja, das funktioniert. Jetzt können wir mal gucken, wie hier die Gebäude so ein bisschen wachsen. Hier wird gleich ein Gebäude wachsen. Gucken wir uns das mal an. Ah, das sind ein paar Arbeiter. Und hier, da ziehen die jetzt so hoch. Und ja, schön, wie die Leute hier alle einziehen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja. Gut, wir müssen natürlich einen Bahnhof bauen erstmal, damit wir hinterher pendeln können. Das soll auch hinterher so geschehen. Was ist hier mit dem? Unsere Nachbarn haben ein Gemeindehaus. Wir sollten sie um Geld bitten. Ach was. Was brauchen wir nicht. Alles klar, hier kommt genug Wasser aus der Leitung. Jawohl, ich finde das neue Windkraftwerk steht der Stadt zu sehr gut. Okay, perfekt. Die Geschäfte sind schon alle aufgebaut. Wohnungen haben wir jetzt gerade nicht so das Bedürfnis, ja, so an den anderen Sachen. Aber ist auch klar, hier soll aber trotzdem eine Wohnsiedlung, also soll eine Wohnstadt werden. Das heißt, es werden mehr Wohnhäuser gebaut als alles andere. Nichtsdestotrotz müssen wir die Leute natürlich auch ein bisschen einkaufen können. Deswegen wir hier erstmal noch ein bisschen Geschäfte anbauen. Und hier unten glaube ich auch. Und hier sowieso. Dann können wir erstmal hier unten Geschäfte langziehen, einfach damit die Leute einkaufen können. Das ist gut, das machen wir. So. Also ihr seht schon, die Stadt wird ein bisschen strukturierter auf jeden Fall. Ne? Also das versuche ich jetzt irgendwie einzuhalten. Kann sein, dass wir hinterher nochmal Straßen zwischenlegen müssen, weil das einfach zu große Flächen sind. Aber das sehen wir dann. Da werden Geschäfte gebaut. Ah, schön. Da werden Wohnhäuser gebaut. Wir sehen schon, wir haben schon 500 Einwohner in der Stadt. Das geht jetzt richtig schnell. Leider haben die Leute natürlich nicht genug Arbeit. Ah, schön. Viele Gebäude fertig werden. Super. Super. Wir müssen natürlich Leute hier reinlocken. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr Industriegebiet bauen. Es tut mir ein bisschen weh, weil ich muss ja... Aber das werden wir hinterher alles umändern. So, welche Straße haben wir genommen? Wir haben die mit hoher Dichte genommen, ne? Die hier. Die werden wir auch weiterbauen, einfach, einfach, weil wir es können. Dann machen wir erstmal hier das Ding zu komplett. Ah, da hinten kann ich nicht anschließen. Okay. Ich verstehe. Machen wir das so. Und dann hier rüber. Geht das nicht? Gefährlich. Machen wir mal lieber ein Viereck. Von da oben. Das geht leider nicht. Ah, hier hinten ist doch also doch ein bisschen bergig hier hinten, ne? Oder ne, ich habe einfach nicht genug Geld. Kann das sein? Das kann, glaube ich, sein. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Industriegebiet, haben wir gesagt. Wenigstens ein bisschen. Die sollen ja hinterpendeln. Das ist ja so das erklärte Ziel. So, hier mal ein bisschen Industriegebiet dran machen. Irgendwo müssen die ja jetzt erstmal arbeiten. Damit mehr Leute in die Stadt kommen, damit wir auch was machen können. Ne? Das können wir hinterher immer noch wieder abreißen. So. Da kommen auf jeden Fall mehr Fabriken noch in die Stadt. Das ist ja natürlich... So soll es sein. Gut. Der Wind weht in die Richtung. Alles klar. So. Jetzt brauchen wir viel mehr Einwohner. Die Stadt läuft ja immer auf Hochtouren hier. Wir haben schon 1400 Einwohner. Mein Gott, das geht ja richtig schnell.
Bedarf ist immer noch da, ich sehe das ja. Also, ja. Fabriken, dunkle Bedarf, Region an Fabrik, okay. Ölquelle-Petition zum Bau genehmigt. Ich will aber gar keine Ölquelle hier haben. Ich werde... Ups, das wollte ich nicht. Ich werde hier auf jeden Fall, aufbauen hier, damit ich noch ein zweites Windkraftwerk hinstellen, ein zweites Windrad hinstellen, einfach damit der Strom gesichert ist. Können wir das drehen? Können wir das bitte drehen? Wieso will er das denn so rum aufbauen? Finde ich nicht gut. Na, stell dich einfach da hin. Ich hoffe, der dreht sich in den Wind. Okay, ja, das macht er. Das macht er. Das funktioniert. Das ist schon mal schön. Das ist ja schön. Ja, ja, was ist hier los? Bürgermeister, wir können jetzt in unserer Stadt selbst Eisenbahngleise verlegen. Oh, das ist ja gut, dass wir das können. Ich muss ja eben... Was ist denn hier für ein Nebel? Wo kommt der Smog her? Hier müssen wir einen Bahnhof hinbauen hinterher. Damit die Leute darüber pendeln können. Was ist los? Was will der? Soll ich den Transport in dieser Stadt wirklich verbessern, müssen wir unser Schienennetz besser nutzen. Was meinen Sie dazu? Ja, das ist genau das, was wir machen wollen. Aber ich glaube, so ein Bahnhof kostet richtig viel Geld. Ich weiß gar nicht, wo baut man den Bahnhof denn? Ist das bei Spezialisierung oder sowas? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Spezialisierung, gucken wir mal schnell. Das ist Bergbau? Nein. Das ist Bewohnung. Was war da? Ich habe jetzt...